So, go! Chance! Oh! Trifft! Okay, Spiel gewonnen mit dem ersten Versuch. Okay, da will ich aber eine Revanche, ja? Also 1-0 für euch. Also die Jungs haben irgendwas genommen. Go! Okay, ich gebe mich geschlagen. Too easy für euch. Leute, 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 habt ihr das gesehen, wie die Jungs mich düpiert haben? Ja, so kann es gehen im Training. Und diese Szene ist aus der letzten Woche entstanden. Da haben wir Übungen mit Netzerhöhungen gemacht. Und ihr habt es in meinem letzten Video gesehen, da habe ich euch diese Übung wärmstens ans Herz gelegt, dass ihr einfach mal versucht, über ein höheres Netz zu spielen. Und das hat mich so ein bisschen, ja, hat mir so ein bisschen den Anstoß gegeben, darüber doch mal ein eigenständiges Video zu machen und euch jetzt zu zeigen, was ihr mit der Netzerhöhung noch so alles machen könnt, welche Übungsformen ihr machen könnt. Also dranbleiben und viel Spaß. Bevor wir starten, ich fände es mega cool, wenn ihr diesen Channel abonnieren würdet. Also wollt ihr mich unterstützen, drückt auf die Glocke, abonniert den Channel und dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Wenn ihr mich unterstützen wollt, in der Videobeschreibung gibt es Infos dazu. Jetzt geht's los. Die Gude, wie man bei uns in Hessen sagt. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Stimme. Ich war gestern in Frankfurt und ja, habe mir die Eintracht angeguckt und ordentlich gefeiert in dem Sinne. Schon mal sorry für meine Stimme. Ja, wie man eine Netzerhöhung aufbaut, das muss ich glaube ich nicht nochmal erklären. Ihr seht, ja, zwei Netzpfosten, ein Absperrband und dann Panzertape und dann habt ihr diese Netzerhöhung. Und hier in diesem ersten, in dieser ersten Übung geht es darum, zweimal den Ball zu halten und danach ist das Spiel frei. Also jeder muss zweimal über die Leine spielen. Und danach kann auch drunter gespielt werden, so wie ich das jetzt hier vortrage und ans Netz gehe und den Punkt mache. In der zweiten Übung ist jetzt die Aufgabe, den Ball ständig über die Leine zu spielen. Das heißt, der Punkt wird einfach über die Leine ausgespielt. Wer ans Netz geht, der darf dann natürlich auch unter der Leine durchvolieren, wie ihr das jetzt gleich seht. Übrigens, mein Trainingspartner ist der gute Jürgen. Der Jürgen nimmt bei mir schon, boah, ich glaube bestimmt schon 10 Jahre Training und ja, ich kenne kaum einen Spieler in dem Alter, der so fit ist wie der Jürgen, also da ganz großen Respekt und ja, Jürgen, wenn du das Video siehst, dann auch liebe Grüße an dich. Also, es darf nur über die Leine gespielt werden und wenn ein Spieler drunter spielt, dann ist der Punkt verloren. Man könnte es auch so spielen, dass der Spieler dann nicht mehr den Punkt machen kann, sondern nur noch den anderen, den gegnerischen Punkt verhindern kann. So, jetzt hier in der dritten Übung geht es darum, durch die Mitte zu spielen. Also, der Punkt ist jetzt frei durch meinen Rückhandschlag, den ich zwischen Netz und Netzerhöhung gespielt habe. Und dann ist der Punkt wieder komplett frei. Hier voliert der Jürgen leider ins Aus. Und ja, ich zeige euch hier noch ein Beispiel. Übrigens, wenn ihr jetzt keinen Sound hört von Encore, den habe ich ausgeblendet, weil unser Platzwart die ganze Trainingsstunde mit einer unheimlich lauten Motorsäge gearbeitet hat und einem Laubbläser. Und ja, hier mein kurzer Slice. Auch das könnt ihr ruhig mal üben, zwischen Netzerhöhung und Netzkante durchzuspielen. So, jetzt hier in der vierten Runde geht es darum, mit einem Slice zu eröffnen. Das hat der Jürgen jetzt gemacht, mit einem Slice zwischen Netzerhöhung und Netzkante. Und dann ist der Punkt frei und hier versuche ich den Tweener, ach, der Tweener über die Seite. Schade. Schade, leider nicht geklappt. Den Ball als Slice zwischen Netzerhöhung und Netzkante mal durchzuspielen, kann unheimlich effektiv sein. Das sorgt nämlich immer für einen sehr flachen Ball, der den Gegner meistens unter Probleme stellt. Ich versuche das hier nochmal, aber ja, hier bleibt er hängen. Wenn er gekommen wäre, wäre er sicherlich für den Jürgen sehr gefährlich geworden. So, in der nächsten Übung versuchen wir Slice-Bälle über die Leine zu spielen, so wie ihr es jetzt hier seht. Und der Punkt ist dann eröffnet, wenn ein Spieler Rückhand-Longline mit Topspin spielt. Das ist jetzt hier passiert und dann wird der Punkt wieder frei ausgespielt. Man kann das Ganze auch variieren. Der Jürgen versucht jetzt zwischendurch zu spielen, also flache Slice, und ich versuche weiterhin drüber zu spielen. Und nach wie vor eröffnet dann der Topspin-Spieler, in dem Fall jetzt von mir. Und der Punkt wird wieder ausgespielt. Und so kann man das Ganze wunderbar variieren und ja, hat da einige Möglichkeiten.
Hier haben wir eine Variante mit Netzerhöhung und Aufschlag. Der erste Aufschlag soll zwischen Netzerhöhung und Netzkante durchgespielt werden. Ja, Volley macht hier am Netz von mir. Ich wünschte, das würde mal so bei den Spielen passieren. Und der zweite Aufschlag, der soll über die Leine als hoher Kickaufschlag gespielt werden. Und danach ist das Spiel natürlich komplett frei. Ihr könnt natürlich auch hier weiterhin nur über die Leine spielen. Ich habe es jetzt hier so gemacht, dass es keine Vorgabe gab. Und ja, so kann man da auch was mit Aufschlag machen. Hier in der Variation spielen wir jetzt Rückhand Cross mit Spin. Und wenn jemand die Möglichkeit sieht, dann kann umlaufen werden oder soll umlaufen werden. Und dann der Vorhand Inside In über die Leine gespielt werden. Danach ist der Punkt wieder frei. Ihr seht jetzt hier übrigens ganz viele Anwendungsübungen. Ihr seht auch gleich nochmal eine Erwerbsübung. Das zeige ich euch dann gleich. Und ja, hier nochmal der Vorhand Inside In, weil der Jürgen zu weit in die Mitte gespielt hat. Und dann wird der Punkt eben wieder ausgespielt. Hier nochmal eine weitere Möglichkeit, die Netzerhöhung zu nutzen. Angriffsball, und dann soll der erste Volley über die Leine gespielt werden. Und danach ist der Punkt wieder frei. Ja, hier betteln uns Jürgen und ich, sich Jürgen und ich ein wenig, und ein No-Look-Passierball von mir. Ja, ein bisschen Spaß muss ja auch sein an der ganzen Geschichte. So, und dann nochmal der Jürgen mit einer guten Länge hier über die Netzerhöhung, und dann wird schön ausgespielt. Ja, ist alles drin. Ihr seht, wird auch viel Volley-Übung gemacht, und dann mein Lob über den Jürgen drüber. So, kommen wir jetzt zu einer Technik-Erwerbsübung. Und zwar soll jetzt hier der Spieler immer mit Topspin schön über die Leine auf die Matte gespielt werden. Und ich spiele den Spieler, den Justus, hier immer mal wieder so ein bisschen gemischt an. Also mal mittig und mal weiter nach außen, damit er sich gut wieder bewegen muss und sich stellen muss. Und irgendwann kommt dann von mir der kurze Ball. Er soll dann auf die Pyramiden angreifen und dann den Volley nach Möglichkeit verwerten. Ja, ihr seht es gerade beim Volley, tun sich die Jüngeren immer etwas schwierig. Das fehlt, da fehlt einfach noch so ein bisschen die Routine, die man natürlich dann auch erst mit der Zeit gewinnt. Und ja, hier, das macht der Justus schon sehr, sehr ordentlich mit den guten Spinbällen auf die Matte. Und dann jetzt wieder der Angriffsball, trägt er super vor, und den Volley, den vergessen wir mal lieber. Aber Treffer, der Trainer hat hier für den Treffer gesorgt. Hier auch nochmal eine nette Übung, und zwar flach soll jetzt gespielt werden. Der Trainer versucht, flache Bälle zu spielen, und der Spieler versucht, zwischen Netzerhöhung und Netzkante durchzuvolieren. Ja, warum nicht? Einfach auch mal versuchen, zwischendurch zu spielen. Der Trainer müsste dann auch noch das Anspiel auf die Reihe bekommen, dann passt es auch recht. Und ja, macht der Justus hier ganz gut. Und ja, sicherlich auch eine sehr anspruchsvolle Übung für die tiefen Volleys. Kommen wir zum Gruppentraining. Ja, hier spielen wir Himmel und Hölle oder King of the Court, wie ihr es wollt. Ja, wer sich für King of the Court und Himmel und Hölle mal interessiert, für den habe ich auch ein extra Video gemacht. Ich blende es euch jetzt hier ein in der Infokarte, dann versteht ihr die Regeln auch nochmal komplett. Kurz gesagt, hier vorne der Spieler in Schwarz, der Yannick, ist King, und die Punkte, wenn er Punkte macht über die Leine, dann bleibt er auf der Seite und bekommt eben entsprechend Punkte dafür. Verliert er den Punkt, wird er ersetzt durch den Spieler, gegen den er den Punkt verloren hat. Das wird dann alles in einem fliegenden Wechsel gemacht. Das heißt, ihr seht jetzt hier gleich den Yannick den Fehler machen. Und auch hier wird nur über die Netzerhöhung gespielt. Und jetzt hat der Yannick den Fehler gemacht, und dann erfolgt der fliegende Wechsel. Und jetzt soll weitergespielt werden. Und gerade dieser Ball nach dem Wechsel, der von der Netzkante, von dem Netzpfosten dann gespielt wird, der ist dann nicht ganz so einfach. Und so funktioniert das Trainingsprinzip und kann man wunderbar dann eben im Gruppentraining auch anwenden. Ja, die Idee dieser Übung hier sollte eigentlich sein, dass die Spieler drüben im Tischtennismodus schlagen, also immer abwechselnd, und der Trainer Go ruft, wenn der Ball auf die Matte geschlagen werden soll. Ja, und 15 Goes habe ich den Jungs freigegeben, und hier, das ist schon der erste Versuch. Ja. Und so kann es gehen. Hat der Trainer gleich verloren. Okay, Spiel gewonnen mit dem ersten Versuch. Ja, und dann will ich natürlich eine Revanche haben. Und ja, wie die Revanche jetzt läuft, das habe ich ja schon im Intro so ein bisschen erkennen lassen. Also Ziel hier, geduldiges Spiel in die Rückhandecke, hoch übers Netz und dann auf kurze Bälle entsprechend wieder offensiv werden. Wenn dann ein Ball weggeht, ist nicht schlimm, aber wenn der Trainer Go ruft, dann soll auf die Matte gespielt werden. Und ja,
Eigentlich ist die Idee nur länger als T-Linie zu spielen und dann gibt es einen Punkt. Und ja, wenn die Matte getroffen wird. So wie hier. Also die Jungs haben irgendwas genommen. Ja. Die waren gut drauf, die Jungs. Und ja, da will ich natürlich nochmal eine Revanche haben. Wir müssen jetzt mal zeigen, dass es nicht immer nur möglich ist. Also. So, dann gucken wir mal, ob die Jungs jetzt mit mir gnädig sind. Übrigens, Spiele gegen den Trainer haben natürlich für die Kids einen ganz besonderen Anreiz. Und wenn man dann später die beiden beobachtet, die freuen sich dann wirklich über den Sieg gegen den Trainer. Nicht gehen. Ja, man könnte die Übung natürlich auch ein bisschen schwerer machen, indem man halt das Trefferfeld nicht ganz so groß macht. Also das wäre natürlich jetzt eine Möglichkeit gewesen. Denn, ja, das wäre jetzt zum Beispiel ein Punkt für mich gewesen. Ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Und, ja, jetzt machen die Jungs dann eben entsprechend wieder im zweiten Versuch den Punkt. Ich habe mich geschlagen. Zu easy für euch. Muss mir was Besseres einfallen lassen. Was Einfaches, so, ich habe mir jetzt auch was Besseres einfallen lassen, etwas Schwierigeres wie Spielen Punkte sichern. Mit der Möglichkeit der doppelten Punktzahl, wenn der Ball auf das Trefferfeld kommt, auf den Abzieher, dann bekommen die doppelte Punktzahl. Spiele. Ich habe das hier Punkte sichern genannt, es heißt aber eigentlich Save the Score für die kompletten Spielregeln. Hier in der Infokarte verlinke ich euch mal. Und ja, ein absolut geniales Spiel, mit dem man wunderbar Drucksituationen üben kann. Also ich mal kurz erklärt, die Spieler drüben versuchen so lange Punkte hochzuspielen, bis sie entscheiden, auf die Matte zu spielen, beziehungsweise länger als T-Linie zu spielen, auf die andere Seite, einen Gewinnschlag. Dieser Gewinnschlag muss vorher angekündigt werden. Und wenn sie treffen, sichern sie den Punktestand und wenn sie verfehlen, fallen sie wieder auf den Punktestand zurück. Gesichert, ja, hier hatte ich schon Befürchtungen, dass die Jungs dann einen Durchmarsch machen. Also 15 Punkte gibt es zu sichern oder gilt es zu sichern. Und ja, ein Balllimit von 30 Bällen habe ich gegeben. Das heißt, ich gehe auch nicht an die Bälle, die ins Ausgespielt werden, dran, sondern die Spieler verlieren immer einen Ball. Und ja, hier geduldiges Spiel und dann aber natürlich auch, je mehr Bälle dann eben verschlagen werden, umso mehr Druck wird natürlich auf die Spieler aufgebaut, noch sicherer zu spielen. Und ja, ihr seht es hier, das Ganze schaukelt sich jetzt ziemlich hoch. Ich spule hier mal ein bisschen vor. Das geht jetzt so lange, bis ich glaube, die Jungs mussten nur noch 3 Punkte sichern oder einen Punkt sichern und sie hatten 29 Bälle entsprechend verbraucht. Und ja, das sorgt dann natürlich für einen extremen Spannungsmoment am Ende dann der Übung. Und ja, was da jetzt passiert, das zeige ich euch jetzt. Ich halte jetzt nochmal wieder an und mache mal wieder normales Tempo. 15. Und ja. Und jetzt. Dann mussten 16. Die Spieler jetzt eben entsprechend treffen. Sicher, er traut sich's und. Scheiße. Entschuldigung, darf man nicht sagen. Okay, sehr gut. Ja, Gratulation, Aufgabe ja, geschafft. Richtig. Immer im Tennis die Nerven behalten. Denkt an meine Worte, auch wenn das Ganze etwas aufwendiger ist aufzubauen, probiert es aus und vor allen Dingen lasst mir eure Meinung da. Schreibt hier in die Kommentare, was ihr von diesen Übungen haltet und ansonsten habt ihr Bock auf mehr Videos, dann schaut mal hier, hier, hier und das alles, was euch jetzt eingeblendet wird, da findet ihr ganz viele nützliche Sachen für euer Tennistraining. Also weiter die Videos gucken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Martin.